Gut, das Licht funktioniert wieder, was uns auch immer das bringt. So, Schränke, irgendwas. Da war irgendwas. Da oben. Hä? Ich weiß auch nicht, wie lang das Game ist. Ich bin gespannt. So, ich sag mal, wir haben hier schon alles. Würde ich mal behaupten. Was? Haben die sich bewegt? Oh, der Schild ist auf der anderen Seite. Interessant. Was sind das denn für Dinger eigentlich? Ach, guck mal hier. Chaos. Hier ist irgendwer. Und irgendwas ist hier eingesperrt, glaube ich. Also Angst habe ich nicht jetzt unbedingt. Also es ist... Komme ich denn hier runter? Wer macht hier so einen Krach? Ach da, das Bild. Wieso habe ich das denn eben noch nicht gesehen? Ich bin nicht aufmerksam. Ich bin nicht aufmerksam. So, da. Blöd. Unnötig kompliziert. Stairway to the Moon. Ich brauche gar nicht überklicken. Ich sehe, wenn irgendwo genau das Symbol ist. Hier. Und noch mehr zu lesen. Oh Gott, was? Was? Okay. Was? Ach, keine Ahnung, was ich hier mache. Ich dachte, das wäre eine dreifingerige Hand. Das ist doch was anderes. Bestimmt ein Schlüssel. Ja. Oh. Da muss doch noch mehr geben an der Stelle, oder nicht? Das können doch nicht alle sein. Das war alles tatsächlich. So, ich brauche eine Lösung, ja? Eine Lösung hierfür zum Beispiel. Ich glaube, jetzt fängt es an, so ein bisschen sich zu streuen, wo die Rätsel losgehen. Mal gucken. Bin gespannt, wie das sich weiterentwickelt hier. Ja, okay, wir haben noch keine Lösung dafür, also... Ja. Es muss doch dann... Das wirkt wie eine Wählscheibe. Und das ist vielleicht der Pfad, den wir nehmen sollen? Also von dem Sternchen zum fallenden Meteoriten, was auch immer. Himmelskörper. Da die Dinger hier nicht sind, sondern...
Die Hand hier, das, oder die Hand sage ich schon wieder, das Ding hier, nee, ist auch nicht, ist auch durchgestrichen. What? Verstehe ich noch nicht. Oh, 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 das wollte ich nicht. Oh, das. Kann ich noch irgendwas drehen hier? Also, heißt das. Ah. Die dürfen sich nicht gegenüberstehen, wohl. Ach so, jetzt. Ah, okay, pass auf. Heißt. Male ich mir mal auch nochmal kurz auf. Der Mond darf, kann nur links hin. Der Mond kommt links hin. Hier. So. Der Stern könnte da, okay. Okay, der Rest kann fast überall hin. Ne, der Mond muss hier hin. Dann müssen die beiden hier, also das fallende Ding nach oben. So, jetzt müssen unten rechts und unten links noch belegt werden. Sternchen und Mond dürfen sich nicht gegenüber sein. Heißt, Sternchen muss hier hin. Ne, warte mal, hier hin. Okay. So, easy. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich auch die Interaktion mit dem Ding verstanden. So, Mond. So. Tada, easy, gar kein Thema. Noch weniger ein Thema. Es ist fast zu einfach. Da sehnt man sich ja fast nach Hardcore-Rätseln. Für mich Hardcore-Rätsel. Also so vierte, fünfte Klasse. Nein, nein, nein. Wissen wir, schaffe ich schon. Siebte, achte, sowas? Ja, doch. Das würde ich gerade noch so hinkriegen. Oh nein, da war ich gerade. Oh nein, oh nein. Let's head back. Der Raum hat jetzt schon keinen Value mehr für uns. Okay, verstehe. Was ist das denn? Ach, das sind die Dinger, die... Aha. Naja. Nee, hier wollte ich nicht hin. Und das Ding ist doch hier runtergeflogen, oder nicht? RIP. Ich guck nochmal die anderen Räume kurz durch. Weil ich auch gern zur Lösung des Deckenrätsels kommen will. Okay, so also. Ach so, alles klar, verstehe ich nicht. Warum? Warum ist das so? This place is amazing. It's massive and there are rooms and passageways everywhere. Mom keeps telling me to do my studies, but I just want to explore. I walked around the grounds today and I tried to get a sense of the size of the castle. It seems a lot bigger from the outside. Like there are other rooms that I can't get to of the main hall. I bet there are hidden passages. This place is really old after all. I'm sure the people who lived here kept all kinds of secrets. I'm going to discover them all. Alex loves exploring the castle too. He has already got himself lost 3 times in the past week. And every time we find him in his pockets are full of more trinkets. Things always go missing around Alex, but at least there is lots of old junk for him to steal and that no one cares about, and it keeps him away from my stuff. Mom just wants to hear about the ghosts. She's convinced the castle is full of spirits and wants to draw upon their influence in her art. Alex says he's seen them, but he would say that. I asked Uncle if he thinks the castle is haunted, and he said that he doesn't believe in ghosts. But then he gave me this weird look. He has lived here a long time now. I bet there's a lot he's not telling me.
I'm going to go exploring again and see what I can find. I'll finish my studies later. Gut, wir haben jetzt, glaube ich, aus jeder Perspektive schon irgendwas gelesen. Okay. Natürlich auch interessant. Also jeder hat Spaß an dem Ding hier. So der Onkel scheint nicht so überzeugt, dass die jetzt hier sind und so. Naja, wir gucken mal weiter, wie die Story uns... konnten wir es aufmachen? Was hat das zu bedeuten? Ist da eine Tür hin? Da geht's ja nach Narnia. Secret, die Title von dem Ding hier. The Secret Passageway to Narnia. Or Narnia opens again. Oder so ähnlich. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, ich gucke hier auch nochmal kurz. Gibt es hier denn irgendwelche visuellen Hints, die uns dazu verleiten könnten, das Rätsel hier irgendwie von der Decke zu lösen? Das fühlt mich so ein bisschen an wie Hearthstone, hier diese Staubdinger, wenn man drauf drückt. Klar, kennt man. Man drückt auf den Boden und dann kommt eine Staubwolke. Kennt man. Kann jeder sich, glaube ich, mit identifizieren. Brauche ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Das ist halt, ne? Everyday life. Es gibt so viele Möglichkeiten hier. Ich dachte gerade, dass was wir uns aufgemalt haben, macht hier Sinn, aber nein, das tut es nicht. Das tut es ganz und gar nicht. Ach, verdammt, da war ich gerade. So eine Mistigkeit hier. Ne, das geht ja gar nicht. So, hoch wollte ich. Aber jetzt fehlt die Stadt. Ne, doch nicht, da gerade die fehlt. Das ist irgendwas zu bedeuten? Aber der Schild war doch auf der anderen Seite, oder? Ach, was weiß ich. Was ist mal mit diesem Orb? Mit diesem tollen Orb. Orb. Was? Aha. Aha. Okay, wo sind die anderen von den Dingern? Auf der Seite, okay, da komme ich noch nicht ran. Da muss ich durch die grüne Tür, dafür brauche ich erstmal ein Handle für die grüne Tür. Das ist garantiert auch noch. Wieso hat der keine Beine? Wieso haben die beide? Achso, weil die hier drauf hängen. Ja, okay. Gucken wir nochmal hier. So, was habt ihr denn anzubieten hier? Oh, nice. Oh, ein Modem. Altes Modem. Irgendwo war gerade das Rauschen nämlich weg. Bei irgendeiner Frequenz.
Oder habe ich mir das eingebildet? Da ist auch schon wieder Rauschen. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Lass ich mal an. Für die Atmosphäre. Das hat aber bestimmt auch noch irgendwas zu bedeuten. Ich weiß nur noch nicht was. Welche hübsche Büste hier. Vielleicht muss ich den Orb oben unten, genau, hier drauf packen. Scheinbar nicht. So, was? Ah. Ach was. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. Haben wir denn... Okay, soll ich mich nochmal gucken. Haben wir oben dann auch sowas? An der Decke? Nee, richtig. Wir haben hier schon geguckt. Das ist nur die... Richtig, ja. Okay, also wir haben zwei Räume, die so ein Deckenrätsel haben. Ich gehe nochmal hier durch. Falls wir irgendwas übersehen haben, sollten, was durchaus sein kann. Okay, das haben wir gelesen. Aha, noch ein Foto. Ich gehe nochmal ganz zurück. Vielleicht haben wir... Nee, das ist nicht ganz zurück. Also runter wäre ganz zurück. Okay. Der Ladescreen. Haben wir... Ich gehe nochmal ganz raus. Why not? Ja, okay. Das ist wenig von Interesse. Und nochmal weiter zurück. Ich will nur sicher gehen, dass wir wirklich alles mit haben. Scheinbar. RIP. Back to the house, manor, castle. Ihr wisst, was ich meine. Irgendwelche Lösungen hier, irgendwelche Tipps, irgendwas. Aber nicht. Achso, das ist bestimmt das Mittelding hier oben. Für das Ding. Nee, für das Ding. Wir müssen definitiv die grüne Tür. Ach, guck mal hier. Ach, guck mal, da passt der Dolch rein. Easy. Was?
Ach, solche Dinger, die in jedem. Was?